So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und hier ist ein Absol-Raid an der neuen Arena. Das war eigentlich immer ein Stop. Hier drüben, das war eigentlich immer die Arena, das Stadtwappen. Und die alte Kirche hier war eigentlich immer ein Pokestop. Ist seit gestern Abend, also wenn ihr das Video seht, vor 10 Jahren, eine Arena geworden. Und wir wollen jetzt mal probieren, ein Absol-Solo-Raid zu machen. Jetzt werdet ihr wieder denken, Mann, ist der Ramses bekloppt. Absol-Solo-Raid, das geht ja gar nicht. Wir machen mal private Gruppe. Dass sich da keiner reinschmuggelt. Gruppe erstellen, bam, Gruppencode. Mauzi, Radfratz, hier Relaxo. Mann, bin ich wieder durch den Wind. Ja, das liegt wohl an den kurzen Hosen bei dem guten Wetter. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal einstellen. Wir wollen natürlich eine dicke Armee haben mit Machomai. So. Mach. Dann wählen wir mal 1, 2, 3, 4, 400er. Ein 96er, noch ein 96er. Bam. Und das ist jetzt ein Angriffsteam. Und ihr wisst alle, Absol hat natürlich eine Kampfschwäche. Mit Machomai ist man da immer gut. Mit zwei Accounts war es auch immer locker, Absol zu bezwingen. Und jetzt wurden ja die Typ-Effektivitäten nochmal geändert. Effektivitäten. Die wurden ja nochmal geändert, sprich, ein sehr effektiver ist jetzt sogar noch effektiver als sehr effektiv. Der ist jetzt hyper-mega-effektiv. Und angeblich soll es also möglich sein, Absol jetzt auch alleine zu machen. Und deswegen wollen wir das jetzt mal probieren. Ich würde sagen, ich stelle euch einfach mal ab. Wir lassen die letzten Sekunden runterlaufen. Solange kann ich mir schon mal was suchen, wo ich euch hinstellen kann. So. So, und dann geht es los, der Absol-Raid. Und mal gucken, ob wir das schaffen. Wir können ja hier nochmal den Tonstück anmachen. Die meisten, wenn die natürlich immer... Ach, weck mich. Die meisten, wenn die natürlich immer Solo-Raids machen oder irgendwas oder versuchen, krasse Dinge zu reißen, machen diesen Zeittrick, dass sie ein leeres Kampfteam erstellen, mit dem leeren Kampfteam dann reingehen, dass sie wieder rausgeworfen werden und dann nochmal 5 Sekunden extra Zeit haben. Denn manchmal ist es wirklich so, dass es auf 1 oder 2 Sekunden ankommt. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir probieren es einfach mal so. Falls es nicht klappen sollte, können wir das ja nochmal mit dem Zeittrick probieren oder abschätzen, dass es mit dem Zeittrick vielleicht funktionieren würde. Aber... Wir sind jetzt, glaube ich, beim zweiten. 180 Sekunden Zeit, wie ihr seht. Das jetzt sieht so eigentlich ganz vernünftig aus. Wenn ich bei... ich müsste ja dann trotzdem bei der Hälfte wenigstens sein, wenn die Zeit auf 90 ist. Sprich noch 30 Sekunden, also ich glaube nicht, dass das was wird. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir hauen einfach mal fröhlich weiter drauf. Ich stelle euch nochmal ab. Thank you.
So. Und was lernen wir daraus? Glaubt nicht alles, was im Internet steht. Ihr seht also, das hat noch massig Energie gehabt. Selbst wenn ich jetzt den Zeittrick angewendet hätte, wäre das sicherlich nichts geworden. Ich weiß nicht, wieso das behauptet wurde oder was ich falsch gemacht habe. Weil mit Zeittrick hätte das nichts gebracht. Dafür gab es wenigstens jetzt 500 Staub und dann werden wir halt einfach noch jemanden beiziehen und werden es zusammen machen. Aber das ist ja nichts Besonderes, deswegen... Mal gucken, vielleicht kann man noch was anderes machen. Ich glaube nicht, dass es was Besseres gibt als Machomai dafür. Falls doch, schreibt es mal in die Kommentare, mit was ihr immer kämpft bei Absol. Und ja, sinnloses Video, wie immer mal. Also bis zum nächsten Mal. Peace out, euer Ramses.